Und damit herzlich willkommen zu Slenderman vs. Freddy the Fazbear. Will ich das? Nein, will ich eigentlich nicht. Aber trotzdem drücken auf Start Game. Meine Freddy und Slender. Slender und Freddy. Die beiden Spiele mit der großen Anzahl von Abklatschen jetzt mal zusammen. Erzähl mal, was spielen als Slenderman oder als Freddy the Fazbear? Ich spiele als Freddy. Dein Famous am Droppen seitdem Slenderman on the Rise ist wieder. Und du musst es kaputt machen und du musst Seiten finden gegen Slender. Warum ist die Musik? Yo, die Steuerung schon erstmal. Ich drücke. Und eine gefühlte 10 Jahre später kommt mal der Input. Und ich kann rennen. Ich kann endlos rennen. Ich mag es, wenn ich endlos rennen kann. Ich bin Foxy the Freddy. Wer kennt ihn? Yo, was ist für eine Map? Auf der einen Seite, meine Damen und Herren, sehen Sie 2D-Berge. What the fuck, hab 200 Health. Punkte. Wer kennt's nicht, wenn ich 200 Mal geschlagen werde, falle ich tot um. Könnt ihr auf der Straße nachmachen können, müsste jemand nur 200 Mal schlagen, egal in welcher Stärke. Und er wird tot sein. Die Dinger haben ja nicht mal Kollision. Yo, das war jetzt auch halt fly high. Aua. Ihr lasst mich. Und die Sounds sind sehr angenehm. Das ist ein gutes Sounddesign. Oh, kann hier rein. Was haben wir denn hier drin so? Außer unglaublich langsame Türen. Soll das nicht meine Pizzeria sein? Hab auf die auch ein Rückgaberecht? Na, guck da, die wollen mich. Die wollen mich hauen. Schaffen's aber nicht. Ist es jetzt ein Zettel oder nicht? Nein, ist offenbar kein Zettel. Und ich hab Autoregeneration. Langsam sicher ist es mehr traurig wie lustig. Nein, ich drück doch nicht so Sachen. Ich kann auch machen. Bin ich jetzt gruselig? Nein. Ihr seht schon, dieses Spiel hat ein sehr hohes Unterhaltungspotenzial. Nicht. Okay, was haben wir denn hier hinten? Haben wir hinten einen Zettel? Nein, aber wir haben hier eine Mauer. Trump wäre stolz auf mich. 6,5 Stunden später. Jetzt bin ich Slenderman. Unter dem Freddy appeared, ist es sein Fame am Droppen. Ja, ist es, glaube ich. Übrigens, so blocke ich Angriffe. Umarmung. Tatsache, sie versucht. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt so gemein und schlimm und
gruselig ist es. Es sind zumindest die richtigen Sounds. Es ist ein Fortschritt. Aber die Anzahl der Gegner nicht. Finde dein Todesschwert. Weg ins Nichts, Lendate. Schon immer so ein richtig... Was? Was hat mein Todesschwert? Sterbt, ihr Narren. Haha, das habt ihr davon, wenn ihr auch mit dem richtigen Slender anlegt. Slender hatte schon immer ein Todesschwert. Und er ist in der Blockanimation gefangen. So, jetzt auch erstmal wieder meine Ruhe. Aber hat das Spiel wirklich nicht verstanden, dass man von Slenderman und von Freddy Grusel, Schauer und Angstmomente erwartet? Ist da... Come at me. Versuch's besser. Wow. Dieses Combat-System. Das ist so richtig ausgereift. Das ist so richtig episch. So richtig so bam und bam. Habt ihr das gesehen? Wie ich nur ganz knapp überlebt. Warum sind am Sarg Stein verdammte Pizza? Hä? Was machen die? Laufen jetzt einfach in einer Reihe und warten auf Bart darauf, hier geschlagen zu werden. Geh weg, Foxy. Danke, Foxy, dass du mich jetzt endlich in Ruhe lässt. Ich finde es schön, dass sie dieses Gespräch führen konnten und alles komplett friedlich ohne Tote lösen konnten. Darf ich sterben? All around me are familiar faces. Worn out places. Süß, was kurz macht, aber hier. Was? Guck da. Oh nein. Oh nein. Oh nein, die sind jetzt so schlimm. Sie werden mich umbringen. Oh nein, diese Spannung. Ich muss jetzt gerade voll anstrengen, meine Skills. Das Spiel ist aber echt skillstrengend. Wisst ihr warum? Weil die Steuerung das Gegenteil von gut ist. Habe es bald geschafft. Bitte. Hier ist eine Ruine. Hier ist garantiert nie eine Pizza. Ich hab 8 von 8 Pizzen collected. Jetzt kommt noch die hier um. Oh shit, nein, mein Taschentuch hat Suizid begangen wegen dieser Spannung. Okay, Problem gelöst. Jetzt gehe ich halt zurück zu meinem Security Room. Darf ihn? Teamwerke. Was ist jetzt? Okay, dafür. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie viele Minuten meines Lebens verschwendet. Ich versuch's nochmals, Freddy.
ist und dann... Wie sieht die denn überhaupt aus? Liegt die wieder auf einem Tisch in einer Ruine? Also liegt die bei mir in der Location drinne? Gut, hier liegt sie nicht. Das ist so geil, wie genau dieses Gebäude aufgeht. Aber kein anderes Gebäude. Oh, es war Slender da. Du bist nicht gruselig. Guck, hab nur ein Mikrofon. Und dann bist du wehrlos. Knüppel dich nieder. Ein Mikrofon nach Schande. Ist das da? Das gesuchte Item. Warum liegt Champagner auf einem... Warum ist hier ein Zettel? Dann verprügel ich als euch von Tisch hier. Guck da, guck du. Hä, wie hat der mich jetzt geschlagen? Was sucht denn überhaupt? Weiß man, was ein Mauler Wallet ist? Wir sehen eine lustige, mochte gern Brieftasche oder sowas. Okay. Das könnte jetzt sogar noch Spaß machen. Guckt, das passiert, wenn ich die Wand schlage. Das passiert, wenn ich Slender schlage. Hey, guckt, aber das dafür finde ich komisch. Kann nichts dagegen machen, wenn die mich einmal schlagen. Komm, Schaden, naja. Auf wie Schaden wie halt ein dünner Arm, der wahrscheinlich am Abbrechen ist. Wisst ihr, was dieses Spiel ist? Ermüdend. Es ist wie FIFA. Es macht mir keinen Spaß. Bin ich gerade dabei, nicht einfach die größte Hatewell auf mich zu hetzen, die ich je erschaffen habe? Da. Das ist Zettel. 6 von 8. Jetzt soll es eigentlich schwieriger werden. Soll es dann eigentlich so richtig aggressiv werden. 2 Stunden später. So ein Ding dran, noch ein Zettel. Jetzt beginnt die lange Suche mit dem letzten ein Zettel. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich hier fertig bin? Dieses Spiel vernichten. Vernichten, zerstören und... Der letzte Zettel. Yes. Jawohl, nicht vergewaltigen. Nix da. So, jetzt muss ich warten, bis die Autoregeneration eintrifft. Dann gehe ich jetzt halt zurück zu diesem Food-Dingsbums da. Das ist in dem Fall dort. Doch diese. Ich will sie nicht mehr sehen. Diese hässliche, auf dein geschissene Map. Slender. Vergewaltigung. Wisst ihr, was ich vielleicht auch mal machen sollte? So ein Horror-Porn-Restart oder How-to-Spielen-Horror-Games, richtig. Verdammte Scheiße, stirb! Ich finde es geil, er ist die einzige Person, die offenbar eine Blutanimation hat. Auto-Regeneration. Seht ihr?
Das ist doch so eine Autoregeneration, den Shooter nicht mag. Ich hab hier einfach in einem Shooter, würde sagen, bin ich weiter drauf los. Fick. Dick. Up, Miss. Geh. Okay. Oh, Mann, oh. Wollte ihn noch ein wenig vergewaltigen, aber dafür nicht. Ja! 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 Naja, das war's mit diesem heutigen Video. Wenn es gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann drückt doch den Abo-Button. Vergesst die Glocke nicht, weil YouTube euch sonst richtig fistet. Und dann würde ich mich über deinen Kommentar freuen mit deiner Meinung. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.